Und dieses Mal stellen wir das mit dem Riesen richtig an. Also geht zuerst zu dem Riesen, reden mit ihm, hauen dann die Kobus um. Und dann geht's weiter. Frag mich gerade, ist man schneller, wenn man in der Third Person läuft? Das kommt mir nämlich irgendwie so vor, teilweise. Also, auf für den Rabenpass. Das ist ja auch so ein Feature, was ich eigentlich recht lustig finde, aber wir irgendwie viel zu selten benutzen. Vor allem, weil ich glaube, man kann im Third Person gar nicht selber kämpfen. Gut, Rabenpass. Der Rabenpass. Es ist ein rauer Aufstieg, aber der schnellste Weg nach Katai. Was sind das für Festungen? Bevor die Menschen hierher kamen, war das eine Festungsanlage der Norcane. Aber sie ist längst verlassen. Nun, wie es scheint, hat sie neue Bewohner bekommen. Vorwärts, Gesindel! Versiegelt den Pass! Verdammt! Das müssen die Untoten sein, von denen Haran gesprochen hat. An die Welle! Sichert die Tore! Noch heute kostet ihr Menschenfleisch! Dreimal verflucht! Das schaffen wir nie! Ich werde versuchen, Hilfe zu holen. Wie wollt ihr das anstellen, Weib? Ich kenne die Tunnel unter dem Berg. Ich werde versuchen, mich bis nach Katai durchzuschleichen und dort Verstärkung zu holen. Warum nehmt ihr uns nicht mit? Ihr würdet euch in der Finsternis nur verlaufen, Dummkopf. Wünscht mir Glück. Wartet! Lauft nicht schon wieder davon! Lass sie, Ureas. Wir kommen auch ohne sie nach oben. Aber es wird ein rauer Aufstieg. Allerdings. Jo. Questbuch wurde aktualisiert. Ja, gucken wir mal ins Questbuch. Ja. Die Schlacht am Rabenpass. Um nach Katai zu gelangen, müsst ihr den Rabenpass durchqueren. Die untoten Streitkräfte des Maskierten hatten bereits die alten Festungen dort besetzt. Ihr müsst die alten Festen schleifen, um nach Katai zu gelangen. Erobert die erste Festung. Eine alte Feste der Norcane versperrt euch den Weg. Sie ist von Untoten besetzt, deren Verteidigungsanlagen euch zu schaffen machen werden. Vernichtet die Turmbarriere der ersten Festung mit euren Belagerungswaffen. Die erste Festung ist mit einer starken Verteidigung ausgestattet. Benutzt eure Verlagerungswaffen, um die Turmbarriere zu brechen. Ja, erstmal hier die Turm. Ich habe die Trolle, glaube ich, auch schon sortiert. Oh, Goblins böse! Weg von Sachen! Oh, Jan brauchen Hilfe! Ja, ich habe die auch schon sortiert. Riesenjammer. Irgendjemand ruft um Hilfe am Rabenpass. Jemand mit einer sehr, sehr lauten Stimme. Findet heraus, woher die Klageruf kommen. Eine dumpfe Stimme klagt lauter als über böse Goblins. Ihr solltet herausfinden, wer da Hilfe braucht. Ach ja, das war die einzige Truhe, die Runen aller Völker hat. Ja, okay, die können wir noch nicht benutzen, aber irgendwann mal. So, Stufe 21 und 22 bringen nichts. Stufe 24, ja. Kommt noch. Ja, ich könnte schummeln und mir den Rabenpass einfach machen, indem ich dieses neue Gebäude, gut. Indem ich
den Konsolencode eingebe, den wir beim Let's Play gefunden hatten. So, das Ding kommt dahin, alles andere wird eins nach hinten verschoben. Gut. Elfen haben ein Feenhaus bekommen, das heißt, das kommt dahin. Und hier wird alles andere nach hinten verschoben. So, Trolle. Kleines und mittleres Haupthaus, großes Haupthaus, das nach hinten verschieben und das hier rein. Gut. Goblin-Diebe. Oh, Kopf. Oh. Was habt ihr? Ihr nicht so brüllen, Menschling. Mir noch gut hören, aber mir nicht gut denken. Oh. Dummer Mjan, wenn der Zwergenschnaps in kaputtem Wagen, trinkt alles aus. Oh, dummer Mjan. Jetzt Mjan ganz schwindelig und Goblins stehlen alles von Mjans Sachen. Mjan zu schwindelig, kann sie nicht fangen. Oh. Vielleicht kann ich ja diese Goblins vertreiben. Oh, das ist nett, Menschling. Wir haben nur noch ein bisschen ausruhen. Du gehen und vertreiben garstige Goblins. Ja. Oh, Level Up. Das heißt, die Punkte hier rein, die Punkte da rein. Neue Axt, die genauso aussieht wie die alte. Das sind leider zweihändige Waffen. Besseren Schild kann ich gerade eh nicht tragen. Und ja, nächstes Level Up kann ich endlich einen Mondsilberpanzer tragen. Auch wenn ich nicht ganz kapiere, warum der besser sein soll als eine Adamantium-Brustplatte. Oh, aber ich kann bessere Hosen tragen auf jeden Fall schon mal. Auch wenn die aussehen wie Jeanshosen, aber sie passen wenigstens mehr zur Rüstung. Ja, und ich habe ja gesagt, der Helm ist nicht so gut wie der, den ich im Augenblick trage. Leider. Gut. Das heißt, kommt her, ihr Gobbos. Ihr seid eh nicht sonderlich stark, zum Glück. Achtung! Zurück mit euch! Ihr macht nur zu dritt verdammt viel Schaden. Achtung! Verteidigt euch! Oh, Urias hilft endlich mal. Zeit zu sterben. Verteidigt euch. Vorsicht. Zeit zu sterben. Sollte ich mich mal heilen? Und den letzten Goblin-Dieb ausschalten und da die Truhe nicht vergessen. Zeit zu sterben! Oh, der letzte Goblin-Dieb hat Angst und läuft weg. Da geblieben. So. Ich habe ganz vergessen, Questbuch Riesenjammer. Vertreibt die Goblins vor den Vorräten des Riesen. Goblins plündern die Vorräte des Riesen und Mörn selbst ist zu betrogen, um sie zu vertreiben. Helft dem armen Riesen. Nachdem Mörns letzte Vorräte gerettet hat, wird sich der Riese hoffentlich erkenntlich zeigen. Sprecht noch einmal mit ihm. Ja, ist die Frage, muss ich... Letter Ring.
Muss ich die Höhlen erst entdecken? Ich sollte sie einmal abgehen, weil diese Höhlen sind halt wie Bels nervig. Vor allem, weil ja auch Mjorn nicht alle zumacht. Ich weiß nicht mal, ob er sie random zumacht oder welche er offen lässt. Diese Höhlen. Irgendetwas regt sich darin. Wir sollten sie im Auge behalten. Ja, das meinte ich. Ob wir nicht das erst triggern müssen. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht, ob Mjöln diese Höhle zumacht. Ich glaube, die macht er zu, nur hier hinten ist eine, die er nicht zumacht. Hier hinten ist aber auf jeden Fall eine Schatztruhe. Ich glaube, die macht er zu, die macht er zu. Die da lässt er, glaube ich, offen. Was aber auch halb so schlimm ist, mit ein paar Trollen kriegen wir die schon. Der ist nicht schlecht. Mondklinge, Sternendolche. Mit 2, 3, also hier platzierten Werfern und 5 Nahkampftrollen sollte das kein Problem sein, da zu regeln. Haben wir ja das letzte Mal auch gemacht, haben glaube ich sogar die schwächsten Trolle genommen, die wir hatten. Können aber dieses Mal eine Nummer stärker nehmen. Also wir hatten wirklich Raufbolde, können aber mal ein paar schlechter nehmen stattdessen. Oder ein paar Zermalmer. Ja, das wäre wahrscheinlich das Schlauste. Ein paar Zermalmer zu nehmen. So, die Truhe. Das ist eine sehr schöne Rüstung. Gut. So, zurück zum Mjöln. Und natürlich wieder hier den Leichensammler errichten. Also Nahrungslager, Leichensammler, Jagdhütte. Weil so kommen wir dann am effektivsten auch an die Nahrung, die wir brauchen. Mindestens 2 Steinsammler. Es gibt ja auch, glaube ich, nur die 2 Steinvorräte hier. Oder? Also die hier und die da drüben. Holzfäller. Wir haben halt keine Weiterverarbeitungsgebäude außer dem Nahrungslager. Oh, Menschling hat Goblins weggemacht. Guter Menschling, wir haben jetzt schon viel besser. Was Menschling wollen als Dank? Ihr habt doch sicher etwas Nützliches in eurem Schatz. Wisst ihr, wie man die Höhen verschließt? Ich glaube, aus denen droht mir Ärger. Gebt an meine Seite, Mjörn. Wisst ihr, wie man die Höhlen verschließt? Ich glaube, aus denen droht mir Ärger. Du machst einen Stein davor. Das wäre dann der Teil, wo ich eure Hilfe bräuchte, Mjörn. Oh, das einfach. Mjörn wird für Menschling ein paar Höhlen zumachen. Du sehen. Gut.
Was auch immer diese Cutscene sollte, also Riesenärger ist damit abgeschlossen. Und ja, wir haben schon wieder so viele Runen, die wir dann nachher verkaufen können.